gilt in der Gesellschaft als Arschabwischer. Die gehen ins Zimmer und ich werde von den Angehörigen angepumpt. Warum das jetzt so lange dauert, wird dann auch noch angesprochen, hey, wie ist denn einer Name, damit man sie beschweren kann. Ich bin Julia, ich bin 20 und mache eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin und bin aktuell im zweiten Lehrjahr. Ich check's nicht, warum bekommen Pflegekräfte keinen Respekt? Ich habe in der 12. aufgehört mit der Schule und mich dann dazu entschieden, Krankenpflege zu lernen und habe dann im Nachhinein erfahren, dass die Sekretärin, meine Mama, angesprochen hat, ob das denn nicht verschwendetes Potenzial wäre. Wir fahren jetzt gemeinsam mit meinem BR24-Team nach Deckendorf und fragen wir da mal ein paar Passanten, was sie denn glauben. Ich darf Ihnen gerade drei Berufsgruppen nennen und Sie sagen mir, von welchem Beruf Sie am meisten Respekt haben. Ja. Anwalt, Krankenpfleger oder Journalist? Krankenpfleger. 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 Eigentlich für den Krankenpfleger. Warum? Ja, weil das eigentlich so ein bisschen ein unterbewerteter Beruf ist, der immer wichtiger wird. Weil die wirklich Arbeiten leisten, wo man sagt, ohne die geht's nicht. Aber wie seht ihr das? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Könnten Sie sich den Beruf selber auch vorstellen? Wahrscheinlich wäre es mir zu heftig. Ich selber nicht. Wenn man das Doppelte oder das Dreifache verdienen darf, dann ja. Es soll jeder machen, aber nur nicht selber, weil man kann es nicht. Und es ist selbstverständlich, weil es ist ein sozialer Beruf, du hast ein soziales Herz. Ich bin tatsächlich überrascht, die meisten oder eigentlich alle haben mir geantwortet, dass der Pflegeberuf durchaus sehr wichtig ist. Aber die Frage, die ich mir stelle, warum möchte dann trotzdem niemand in den Beruf gehen? Wir sind aktuell 40 Auszubildende im zweiten Lehrjahr und meine Schulleitung sagt, am liebsten würden sie doppelt so viele noch mehr Examen übernehmen. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, woher kommt denn dieser enorme Mangel an Pflegekräften? Deswegen habe ich jetzt einen Termin bei der Pflegeexpertin Christa Mohr und hoffe auf eine Antwort. Sie haben es vielleicht eh schon bemerkt, ich bin ein bisschen dezent nervös. Und Sie sind ja examinierte Krankenschwester. Natürlich. Sie könnten noch mal bei mir eine Vitalzeichenkontrolle wie Blutdruck messen machen. Ich hätte zufällig alles Gerät dabei. Ja, Wahnsinn, wie im Bilderbuch. 120 zu 80. Nein. Wo sind denn die drei größten Probleme in der Pflege aktuell? Also die größten Probleme aktuell sind wenig Zeit, wenig Zeit, wenig Zeit. Wie viele Stellen in der Pflege sind denn in Deutschland aktuell unbesetzt? Es gibt ja wirklich unterschiedliche Zahlen. Eine ist gruseliger als die andere. Aber derzeit wird so von 40.000 Stellen gesprochen, die nicht besetzt sind. Und 2030 wird von einer, erwarten wir, 500.000 offene Stellen. Glauben Sie, dass der Pflegeberuf generell bei uns in Deutschland genug anerkannt wird und auch wertgeschätzt wird? Also ganz wenig. Also Pflege ist ja immer so, ja, man hat ganz oft die Einstellung, pflegen kann jeder. Also so wie ich mein Auto pflege, kann ich auch Menschen pflegen. Und diese Fachlichkeit wird zwar irgendwie dann doch gefordert, aber auf keinen Fall bezahlt. Das ist das, wo ich mir oft denke, ich wünsche mir, ihr könnt sehen, was wir mir auch den ganzen Tag über leisten. Auch. Ja. Aber ich denke, man muss das auch einfach kommunizieren. Wenn man sagt, grundsätzlich, ich bin für die Alltagsbewältigung oder ich bin zuständig für die Reaktion auf die Krankheit. Also der Arzt, der diagnostiziert, der therapiert. Und wir sind ja da, oder die Pflege ist dafür zuständig, dass sie die Auswirkungen, die die Krankheit auf den Menschen hat, dass er da unterstützt. Und ich denke, da ist es wichtig, dass jemand da ist, der das alles im Blick hat und organisieren kann und Hilfestellung geben kann. Ich bin gerade so baff. Ich finde das gerade so toll, dass wir das Gespräch führen können. Wenn euch noch eine Frage einfällt, die ihr vielleicht gerne der Frau Professor Mohr stellen darf, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ich bin gerade in München. Hinter mir ist das Deutsche Herzzentrum. Ich habe nämlich heute einen Termin bei der bayerischen Staatsministerin für Pflege und Gesundheit, die Frau Melanie Hummel. Eine Frau, die es ja wissen muss. Und schauen wir mal, was sie da so ergibt. Ich darf dann gleich mal losschießen. Stichwort Pflegenotstand ist für Sie sicher kein Fremdwort. Es gibt ja verschiedene Studien, die sagen, bis 2030 fehlen viele, hunderttausende Pflegekräfte. Der Pflegenotstand ist ja nicht erst seit gestern Thema. Warum
hat es so lange gedauert, bis man eingegriffen hat? Also wir haben die letzten Jahre auch schon ganz viel gemacht, auch gerade in Bayern. Weil bisher ist es ja so, dass ich, wenn ich die Ausbildung beginne, mich sehr früh quasi entscheiden muss. Durch die Generalistik habe ich ja die Möglichkeit, dass ich eine Ausbildung mache und dann entscheiden kann, arbeite ich im Seniorenheim, im Krankenhaus oder auf der Kinderstation mit. In dem Punkt würde ich gerne einhaken, weil es ist ja so derzeit, Altenheime haben ja teilweise nur größere Probleme, Personal zu finden als Krankenhäuser. Sehen Sie da nicht auch das Problem, dass wenn die ganzen Auszubildenden jetzt in der Generalistik beginnen, dass zum vielleicht in der Altenpflege nur mehr Personal fehlen wird? Ja, das Argument höre ich öfter ehrlicherweise. Ich glaube eher, dass mancher, der vielleicht nie gedacht hat, dass er in der Altenpflege mal bleiben möchte, dass er eigentlich merkt, Mensch, das ist auch was, was mir gefällt. Die Pflege-Community online ist ja derzeit riesig. Da liest man auch nicht wenige Geschichten. Alleine für 90 Heimbewohner im Nachtdienst, alleine für 40 akut geriatrische Patienten. Alles bei uns im Bundesland. Sehen Sie das? Finden Sie das in Ordnung? Ist das ein angemessener Betreuungsschlüssel? Wir haben jetzt die Vorgabe gemacht, dass in eben ein Schlüssel von 1 zu 30 bis 40 in jedem Heim in Bayern sein muss. Das Entscheidende ist ja immer, wie viel Personal ist da und wie kann ich dem Patienten gerecht werden. Im Moment ist es ja so, dass die Krankenhäuser Pflegepersonal einstellen können und dass es von den Kassen bezahlt werden würde. Warum wird es nicht gemacht? Weil häufig die Kräfte nicht da sind. Wir machen schon Doppelkurse. Wir haben 50 Schüler, die anfangen. Aber dadurch, dass dieser Stress auf der Station so immens ist, ja, dann hören so viele wieder auf. Also ich glaube, deswegen ist es echt entscheidend, dass wir noch mehr Menschen in die Pflege bekommen. Ich hatte jetzt ein gutes Gespräch mit der Ministerin und sie hat mir Faserhand verzeiht, was sie jetzt 2020 ändern wird. Aber ich muss sagen, ich bin weiterhin skeptisch. Es wird ja durchaus viel getan, aber richtig was merken auf der Station und in der Arbeit, tut mir ja aktuell noch nicht. Wir haben jetzt auf Facebook eine Schwedin gefunden, die heißt Fanny Weiler-Hagelin aus Jönköping. Entschuldigt mir, Schwedisch ist nicht so gut. Hallo, ich heiße Fanny, ich bin 24 Jahre alt und ich wohne in Jönköping. Die dürfe ich jetzt einmal an und lass mir vielleicht von ihr ein bisschen erklären, wie es mit dem Pflegesystem bzw. dem Gesundheitssystem in Schweden so ausschaut. Hallo. Hi. Wie sind denn die aktuellen Arbeitsbedingungen bei euch in der Pflege? I think it's quite stressful because we are short of staff in Sweden, and also the salary is not so good. Mm-hmm. So not so many people want to work in healthcare. Würdest du mir einmal sagen, wie viele Patienten auf eine Pflegekraft kommen? On a like normal day on a hospital, it's between maybe 3 to 6 patients. That's insane. I couldn't even imagine to have only 3 to 6 patients. We have about 10 to 14 for one nurse. I'm shocked, really. That's great. I'll move to Sweden as soon as I can. I would really have that condition in Germany. That would be very lovely, but we'll see what the future will bring. Bye. Das Telefonat mit der Fanny hat mich wirklich schwer begeistert. Ich bin übel beeindruckt von diesen Top-Konditionen, die in Schweden haben. Klar ist da auch nicht alles super, aber Top-Pflegeschlüssel, Top-Abschluss. Ich kann nur sagen, das hätte ich auch gern bei uns. Die Politik ist auf unser Problem aufmerksam geworden und sie versucht, was dagegen zu machen. Aber warum erst jetzt? Pflege betrifft uns alle. Jeder wird alt, jeder kann krank werden, jeder hat Angehörige. Ich darf euch nur gern einen kurzen Abschnitt aus einem Gedicht vorlesen, das sie zu dem Thema vor ein paar Monaten geschrieben hat. Ich hab noch nicht mal Zeit für dich allein, müsst doch eigentlich schon lang beim nächsten, ja übernächsten Zimmer sein. Und weißt du, mir tut's mindestens genauso weh, dass ich anstatt bei dir kurz zu verweilen, gleich schon wieder weitergehe. Mensch, was bist du schön sozial, hör ich am Tag so 50 Mal, dass du das kannst, bewundere ich, denn weißt du was, ich könnt's ja nicht.